Am Montag sind auf einem Fischerboot vor Südkorea 6 Seeleute ums Leben gekommen. Das Boot, auf dem sich zum Zeitpunkt des Unglücks 9 Menschen befanden, hatte Feuer gefangen, so ein Sprecher der Küstenwache. Die Seeleute seien daraufhin ins eiskalte Wasser gesprungen. Die Küstenwache konnte zwar 8 von ihnen bergen, 6 starben allerdings auf dem Weg ins Krankenhaus. Über die Zahl der Vermissten gibt es unterschiedliche Aussagen. Demnach wird aktuell nach einer oder 2 weiteren Personen gesucht. Die Küstenwache ermittelt aktuell die Ursachen für den Brand an Bord des Schiffes.